begrüße Sie auch von meiner Seite. Mein Name ist Vogel Tobias und ich möchte Ihnen, wie das der Thomas schon erzählt hat, anhand vom Beispiel vom Investitionsantragsprozess aufzeigen, wie man den mit M365 und der Power-Plattform umsetzen kann. Kurz zu mir. Ich habe Wirtschaft mit Vertiefung Wirtschaftsinformatik studiert an der Universität Bern, arbeite seit jetzt knapp 3 Jahren bei der Firma IOZ. Ich bin Projektleiter im Team Zentrale Kundenprozess, nehme bei dort eine Hälfte bei der ganzen CRM-Thematik, wo es darum geht, Kundendaten zu pflegen, Kundendaten aufzubereiten, aber auch jetzt neu bei der Power-Plattform. Das Vorgehen ist so bei meiner Präsentation. Ich möchte Ihnen gerne die Ausgangslage von der Blaser Swiss Loop Investitionsantrags erzählen. Auf was haben wir achten müssen? Nachher möchte ich gerne zeigen, wie wir das Ganze aufgebaut haben, mit welchen Komponenten von der Power-Plattform, wie wir das gelöst haben. Aber den Hauptteil würde ich Ihnen gerne zeigen, wie das live funktioniert, in einer Live-Demo im System. Es gibt im Gesamten 2 Antragsarten bei dem Prozess, bei den Investitionen, und zwar wird unterschieden zwischen Projekt und Investitionen. Das heisst, es gibt unterschiedliche Felder, unterschiedliche Informationen je nach Antragsart. Das haben wir müssen abbilden. Spannende bei dem Genehmigungsprozess bei Blaser ist, dass der erste Teil immer abhängig ist vom Antragsteller und dem Genehmiger. Das bedeutet, je nach Stufe vom Antragsteller wird die nächste Person ausgewählt. Das heisst, es gibt nicht fix immer 4, 5, 2 Genehmigungsstufen, sondern je nach Stufe vom Antragsteller. Das heisst, das ist sehr dynamisch. Was alle Prozesse gleich haben, ist, am Schluss kommt es zu der GL und zum Controlling und dann ist der ganze Genehmigungsprozess abgeschlossen. Ein weiterer Punkt, was wichtig war, ist, bei diesen Stufen schickt man den Antrag an eine Gruppe. Das heisst, jetzt in dem Fall von Blaser ist, wir schicken das an mehrere Leute und jemand von denen muss das genehmigen. Also der Erste, der es sieht oder der gerade verantwortlich ist, genehmigt und es geht weiter. Das heisst, es ist nicht nur auf Personen bezogen, sondern auch auf Gruppen bezogen. Die Grundlage ist SharePoint mit der Automatisierung von Power Automate. Nachrichten werden über Outlook verschickt. Und das ganze Interface wird über Power Apps dargestellt. Ich werde jetzt auf jeden von diesen Punkten eingehen und Ihnen das näher bringen. SharePoint ist die ganze Datenbank. Also alle Anträge, die erfasst werden, werden hier abgespeichert. Weiter wird das ganze Projektportfolio und die Archivierung der Anträge vorgenommen. Das heisst, wenn ein Antrag fertig ist, wird das in einer anderen Dokumentenbibliothek da und so archiviert. So ist die ganze Archivierungsthematik auch im SharePoint abgebildet. Weiter brauchen wir SharePoint für die sogenannte Konfigurationsliste. Das ist so, die ganze Logik in diesem Prozess wird ja gesteuert über die Stufe von meinem jeweiligen Mitarbeiter. Die Firma Blaser hat ein Tool, wo uns die Daten auf der SharePoint-Liste pro Tag etwa 3-4 Mal synchronisieren, dass wir die aktuellen User-Daten von Blaser haben, wo wir die ganze App und den ganzen Prozess darauf aufbauen können. Das heisst, wir nehmen, sagen das also Config-Listen oder Listen, wo wir quasi darauf zugreifen können, wenn es darum geht, wer ist der nächste Genehmiger oder wenn muss wer informiert werden. Die zusätzliche Liste sind, wie ich vorhin schon erwähnt habe, die Gruppen. Dort kann man aus Azure automatisch oder manuell sagen, wer ist in welcher Gruppe. Ich werde Ihnen das noch in der Demo zeigen, dass Sie sich das vorstellen können, wie das aussieht. Der nächste Punkt ist das Power App. Das Power App ist ein Interface für den Mitarbeiter zum Ausfüllen des Antrags. Er wird dort durchgeführt und wird durch das Formular durchgeführt, also eigentlich das digitale Formular. Weiter wird das Power App genutzt, um den Prozess zu starten und auch die jeweiligen Genehmiger werden dort aufgefordert,
den Antrag zu genehmigen, abzulehnen, genehmigen oder abzulehnen. Weiter tun wir über das Power App das ganze, die ganze Übersicht steuern. Das heisst, wenn ein Mitarbeiter wissen will, in welchem Status ist mein Antrag, kann er dort drauf und sieht anhand des Antragsstatus seine offenen, seine noch zu genehmigen und die abgeschlossenen Anträge. Benachrichtigung wird jetzt im Fall von Blaser über Outlook gemacht. Das heisst, sobald das etwas genehmigt wird, wird der nächste Approver, also der nächste Genehmiger, per Mail informiert. In dem Mail sind Standardinformationen plus der Link auf das SharePoint-Element, wo man dann direkt in das Power App verbunden wird, wo man den Antrag anschauen kann und genehmigen. Es gibt auch alternative Lösungen dort, jetzt neu über das Microsoft Teams das zu lösen. Wir haben uns aber entschieden, das über das Outlook zu machen. Das heisst, es wird einfach über einen Teams-Chat wird die Person aufgefordert und man kann so auf das Element zugreifen und genehmigen. Die letzte Komponente ist Power Automate. Das ist eigentlich die zentrale Stelle, wo man die ganze Automatisierung im Hintergrund machen. Das heisst, in dem Prozess, der wird gestartet, wenn eine Änderung auf dem Formular gemacht wird, also es wird neu genehmigt oder der Prozess wird gestartet, dann geht die ganze Logik los. Es wird die nächste Person, die muss genehmigen, wird ausgewählt. Es wird der Status wird updated und die E-Mails mit der Benachrichtigung werden versendet. Was am Schluss von dem Prozess auch über den Flow gemacht wird, ist, es wird ein Dokument erstellt, das abgelegt werden kann. In dem Fall tun wir jetzt das Dokument für Archivzwecke ablegen, plus für das Projektportfolio, als man dort sieht, was ist genau gegangen in dem ganzen Genehmigungsprozess, inklusive der Kommentare und der Personen, die das genehmigt haben. Ein wichtiger Punkt in dem Ganzen ist auch die ganze Berechtigung und Zugriffsverwaltung. Im Power App kann man das über Filterungen steuern. Auf SharePoint muss man das genehmigen, also berechtigen, dass nur die Leute das sehen, die es dürfen sehen. Jetzt in dem Fall ist es so, dass das Item nur der Ersteller darf sehen, plus die genehmigten beteiligten Personen von dem ganzen Prozess. Das wird automatisch bei jedem Schritt updated, dass immer die neuen User auch dürfen genehmigen und Zugriff haben. So ist gewährleistet, dass nicht andere Leute die Anträge von zum Beispiel von mir sehen können. Das wird auch über den Flow, also über Power Automate gesteuert. So, dann würde ich jetzt gerne ins System wechseln und das Ihnen live zeigen. Sie sehen hier den Startbildschirm von dem Power App. Sie sehen in der Mitte die Übersicht von meinen offenen Anträgen. Jetzt für den Zweck von dieser Demo muss ich hier ein bisschen die User wechseln. Das heisst, Sie sehen hier immer, welcher User ich bin. Und dann muss ich hier mal wechseln, dass man nicht so ewig muss warten, bis die Mails gegangen sind und dass es auch nicht zu lang geht. Sie sehen hier die zwei verschiedenen Antragsarten, die es gibt. Sie sehen hier die verschiedenen Filterungen. Zu dem komme ich später. Ich würde jetzt mal als Tobias Vogel, also als ich, ein neues Projekt eröffnen. Sie sehen, der Ersteller, also der Applikant, wird sofort ausgewählt von dieser Liste. Die Informationen werden automatisch ausgefüllt. Ich könnte jetzt auch hier das für eine andere Person ausfüllen. Wenn ich hier eine andere Person auswähle, wird der ganze Prozess auf dieser Person ausgeführt. Also es wird vorgesetzt von dieser Person ausgeführt, die on behalf ist. Das heisst, wenn ich für einen Kollegen etwas aus oder für eine Kollegin etwas ausfülle, wird das über sie gesteuert und die Person wird informiert. Ich würde jetzt so ein Projekt machen, zum Beispiel neue Laptops. Sie sehen, ich komme im Moment nicht weiter. Ich tue jetzt so den User durch das ganze Formular führen, dass er auch wirklich die Felder, die ich will, dass die auch wirklich ausgefüllt sind. Zu wenig Leistung. Und jetzt habe ich alles ausgefüllt. Ich kann jetzt weiterklicken.
Sie sehen hier oben die Übersicht, das ist das Projekt, der Name und der Ersteller. Sie sehen jetzt hier das IT-Involvement. Wenn ich jetzt will, IT-Involvement ist so eine Gruppe auf der Gruppenliste im SharePoint. Das heisst, wenn ich jetzt das auf On tue, wird eine Gruppe informiert. Jetzt in dem Fall ist es ein IT-Thema, ich will, also die informiert werden. Dann ist das die erste Stufe des Prozesses. Das heisst, bevor der Prozess zu meinem Vorgesetzten oder zu meiner Vorgesetzten geht, wird das IT informiert. Sagen, das ist Schweizer Franken, das kostet mich Franken. Kein Pflichtfeld. Und sagen, stelle. Wieder weitergeführt. Ich kann jetzt hier sagen, wenn, so, wenn ich das gerne hätte, als Enddatum eingeben. Ich kann ein File attachen, zum Beispiel. So, Angebot Surface. Gehen wir da weiter. Und jetzt komme ich zum Bildschirm, wo ich den ganzen Prozess starte. Im Moment hat es da Eintrag auf meiner SharePoint-Liste gegeben, aber den sehe nur ich. Solange ich hier nicht auf Start Approval drücke, passiert gar nichts. Das heisst, wenn ich jetzt noch nicht sicher bin oder es nicht jemandem zeigen will, könnte ich hier einfach wieder zurückgehen, noch einmal kontrollieren, wieder retour und dann starten. Ich starte den jetzt einmal. Als Vogel Tobias starte ich den jetzt starten. Und jetzt stoße ich den Flow an. Sie haben jetzt, das ist hier meine offenen Requests. Alle meine offenen, das sind die neuen Laptops. Und der Next Approver sind jetzt die Personen, die in der IT-Gruppe sind. Und das will ich, kann ich jetzt Ihnen zeigen. Schnell meinen Bildschirm wechseln. Das wäre hier. Das sind bei uns sogenannte Workflow-Roles. Und der Flow und die Power-App greifen jetzt auf diese Liste zu. Es ist jetzt, die heisst IT. Und vorher Andrea, Studio Thomas und ich können jetzt dort genehmigen. Weiter sehen Sie hier, das ist jetzt die ganze Datenbankliste. Hier werden alle Felder ausgefüllt werden, gespeichert. Das heisst, hier ist jetzt unser Eintrag. Das sind die Einträge von vorher. Und Sie sehen hier den Next Approver, also wirklich alle Felder 1 zu 1 vom Power App. Wie hat jetzt gewusst, wer was ist und wer welcher vorgesetzt ist? Das ist die sogenannte Config-Liste. Sie sehen hier, das sind die Informationen. Das ist meine E-Mail-Adresse, mein Level und meine Vorgesetzte. Das ist jetzt in dem Fall vorher Andrea, was für eine Stufe sie hat und welches Department. Das ist die Liste, die wir von Blase zur Verfügung bekommen. Und da ist Blase verantwortlich, als die aktuell ist. Und das wird im automatischen Prozess täglich mehrmals gemacht. Ich habe jetzt im Hintergrund ein Mail bekommen, halb fünf, das ist das. Das ist jetzt die Info an die IT-Personen. Das heisst, es ist jetzt ein Mail raus. Sie sehen hier mit den Informationen, da ist man absolut frei. Ich kann jetzt da draufklicken und bin jetzt hier vorher Andrea. Vorher Andrea ist eine Arbeitskollegin von mir, die das ganze App gebaut hat. Sie sehen jetzt hier vorher Andrea. Schauen, ob es korrekt ist. Genau. Sie sehen jetzt, das Formular ist gesperrt. Ich kann hier nichts mehr ändern. Ich kann das anschauen, kann das durchklicken. Ich könnte jetzt auch hier das Angebot anschauen. Das hier, genau. Das wäre jetzt so da. Das ist auch auf der SharePoint-Liste drauf. Ist okay. Kommen wir hier hin. Und werde jetzt hier aufgefordert, zu genehmigen. Ich bin jetzt vorher Andrea. Sie ist berechtigt für das. Wir haben aber gesagt, wir wollen nur können berechtigen, wenn man auch einen Kommentar schreibt. Das heisst, bevor das jetzt Andrea kann genehmigen kann, muss sie schreiben, okay. Okay. Und sobald etwas drinsteht, werde ich Knöpfe aktiv. Approve ist klar, ich gebe es weiter. Dann geht es weiter zum Vorgesetzten von Vogel Tobias. Ich kann es rejecten, das heisst, IT sagt nein, das geht nicht.
dass die Investition oder das Projekt kann nicht durchgeführt werden. Bei Review geht es zurück an Antragsteller und mit dem Kommentar, was muss verbessert werden. Es ist so, wenn das rejected wird oder Review, dann geht es zurück an Antragsteller und der Prozess fängt wieder vorne an. So haben wir gewährleistet, dass Transparenz vorhanden ist. Das heisst, es sind immer alle informiert, wenn irgendetwas geändert wurde ist am Antrag. Ich tue jetzt das hier approve. Jetzt bin ich hier vor Andrea. Ich wechsle jetzt wieder zum Antragsteller. Das wäre ich. Ich sehe jetzt hier, das ist der Antrag. Der nächste Approver ist vor Andrea, aber in der Position von meiner Vorgesetzten. Das heisst, wenn ich jetzt da drauf gehe, sehe ich das. Ich kann jetzt den nicht mehr bearbeiten. Es ist gesperrt. Ich kann jetzt hier schauen. Ich kann jetzt hier auf den letzten Antrag und sehe jetzt, vor Andrea als IT hat das am 4.30 Uhr genehmigt. Ich bin jetzt hier als User, als der Antragsteller drin. Ich könnte hier etwas hinschreiben, aber ich kann nicht genehmigen, weil es wird immer geprüft, ob der angemeldete User beim Next Approver-Feld drin steht. Und wenn man dort nicht drin steht, dann kann man hier nichts genehmigen. So ist sichergestellt, dass immer die richtigen Nummer die Personen dürfen genehmigen, die auch dürfen. Ich habe jetzt hier ein Mail bekommen. Das ist ein anderes Mail mit anderen Informationen. Da wird jetzt Andrea aufgefordert, als mein Vorgesetzte das zu genehmigen. Sie kann direkt auf den Link klicken. Das wird jetzt hier aufgehen, genau. Passen. Kommt hier wieder zu dem Feld, sieht das jetzt und jetzt zum Beweis, dass das nicht geht, wenn ich jetzt der Studer Thomas wäre und ich drücke hier rein, okay, wird es hier nicht aktiv, das heisst, es geht nicht. Sobald aber ich auf Andrea wechsle, auf die User Andrea, okay, kann bestellt werden, ruf weiter, so geht der Prozess weiter. Am Schluss ich wechsle jetzt wieder auf Tobias Vogel, auf den Antragsteller. Ich sehe meine Request. Da ist der Manager, der nächste Approver wäre der Thomas. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ja, wenn das dann fertig ist, GL und Controlling das auch genehmigt haben, sieht das so aus, kann ich auf die Approved gehen. Dann würde es so aussehen. Mit dem OK. Und hier auch alles ausgefüllt mit der ganzen Historie. Da sehe ich jetzt als Antragsteller, ich werde informiert, sehe die ganze Historie. Wenn ich jetzt auf SharePoint gehe, ist das so, beim Projekt ist das so, dass wir das Projektportfolio haben. Also sobald also das Projekt vom Controlling abgeschlossen worden ist, wird hier innen über einen Flow ein Eintrag erstellt. Mit den gewünschten Informationen. Und da legen wir auch ablecken, das ganze PDF. Im Moment sieht das so aus, das kann man gestalten, wie man das will. Da habe ich jetzt getroffen, da der Project Request, wer hat es beantragt, die ganze Approval History, der Reason und Final Decision, wenn man das da gemacht hat, wenn das Controlling da auch ausgewertet hat. So. So hat man die Möglichkeit, das hier abzulecken. Und das macht auch alles den Flow. Gut. Genau. Und das wäre soweit die ganze Präsentation von dieser App. Wie gesagt, wir sind jetzt gerade im Testing und am Anpassen. Und da kommen, wenn da Feedbacks kommen, können wir das sofort anpassen und wieder ausrollen. Und so wird es ein iterativer Prozess. Gut, dann wäre ich so weit durch. Hat es irgendwelche Fragen, Raffi, gegeben? Jawohl, die hat es gegeben. Zuerst mal danke vielmals, Tobi. Es ist für mich sehr eindrücklich, wie du zwischen den verschiedenen Usern hin und her wechseln, ohne verschiedene Browser zu brauchen. Jetzt interessiert unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer vor allem das Thema Berechtigungen, Stellvertretungen und
PDF-Generierung. So, zum Thema, da hast du ein bisschen aufscrollen, zum Thema Berechtigungen, wäre es möglich, dass wir bei der Rollenliste auch bestehende Azure Active Directory-Gruppen eintragen? Ja, es ist ja so, bei diesen Gruppen kann man auch eigentlich über Flow auch Azure oder Active Directory-Gruppen anziehen und einfach die verwenden. Wir sind in dem Schritt, wir sind die SharePoint-Liste rein im Moment, weil da kann man es immer noch manuell anpassen oder eben automatisiert von Azure. Ist auch möglich. Okay, danke vielmals. Dann eine Frage, wo ich nicht ganz sicher bin, ob es organisatorisch oder technischer Natur ist. Darum vielleicht auch eine Frage an Thomas bezüglich Stellvertretungen, wenn jemand in die Ferien geht. Wie löst ihr das? Das ist natürlich das ist eine sehr gute Frage. Wir haben das generell nicht in unserer Umgebung implementiert. Das ist zum Beispiel auch etwas, wo wir an bestehenden Workflows gemacht haben. Nur der in die Ferien geht, vergisst natürlich, dass er sich da im Invest Request muss ein StV setzen und in allen anderen Workflows auch. Dazu sind wir im Hintergrund dran, um uns zu überlegen, dort könnte uns unser IAM-System helfen, dass wir die Stellvertretung zentral verwalten kann. Es nützt mir nichts, wenn ich das jetzt in diesem Workflow gelöst habe, weil wenn du in die Ferien gehst, dann hast du alles andere im Kopf, aber nicht, dass du dich in 15 Stellen einen Stellvertreter einsetzen müsstest. Wir haben keine Business Rule, die sagt, ja, dann kann einfach die nächste höher stellen. Vielleicht spannend ist noch, es gibt innerhalb von diesem Prozess gibt es einen Final Approver. Der hat die Möglichkeit, permanent jeden Approval Step zu übersteuern. Genau im Sinn von wegen, genau das allerwichtigste Projekt, das gerade aus der Forschung und Entwicklung kommt, hockt bei dem entsprechenden Manager. Aber dann kann der Super-User einspringen, das ist der Final Approver. Kann dort sagen, gemäß Mark Blaser, Projekt so, okay, bitte weiter prozessieren und approved. Und somit haben wir dann die Stufe übersprungen. Aber das ist noch ein gutes Beispiel. Ich glaube, da sind wir genau in den 80-20 Fragen drin. Ist jetzt bei uns nicht so wichtig gewesen, habe ich gesagt, ja klar, wäre schön, wenn wir es haben. Können wir aber erst machen, wenn wir einen zentralen Stellvertreterprozess innerhalb von unserer Plattform haben. Momentan lösen wir mit einem so einem Super-User. Wunderbar, danke für die Ausführungen. Dann nochmal eine Frage an Tobi. Das mit den Berechtigungen, das beschäftigt viele. Du hast die verschiedenen Rollen im Power-App gezeigt. Und wenn ich die richtig verstanden habe, ist auch jeder Listeneintrag in der SharePoint-Liste berechtigungstrimmt. Ist das korrekt? Genau, ja. Also es ist ja so, wie das auch bei der Frage steht, man muss auf die SharePoint, also die SharePoint-Liste ist quasi im Hintergrund. Aber wenn ich die URL habe, also wenn ein Mitarbeiter die URL hat, kann er auf die SharePoint-Liste zugreifen. Das heisst, ich tue auf dieser SharePoint-Liste auf Item-Ebene unten das immer genehmigen über den Flow, also berechtigen über den Flow. Weil sonst, wenn ich auf die SharePoint-Liste gehe, sehe ich alles. Das heisst, ich tue auf Item-Level unten, kann ich sagen, die Laptop-Stellung, die sehe ich, plus die Leute, die hinzukommen und in dem ganzen Prozess involviert sind. Wenn ich das so richtig verstanden habe. Also es ist im Power-App, tue ich es filtern. Die brauche ich das nicht zwingend, die ganze Berechtigung auf SharePoint, aber ich muss Berechtigung auf den SharePoint-Element setzen. Super, danke vielmals. Dann noch eine Frage zum PDF, das du am Schluss gezeigt hast. Wie generiere ich das? Das ist ein Premium-Konnektor von Microsoft. Die braucht eine etwas höhere Lizenz, also es geht nicht mit der Standard-Lizenz von Microsoft. Und das ist ein Konnektor, wo ich eine Vorlage machen kann, eine Word-Vorlage. Und dann kann ich im Flow sagen, nimm die Vorlage und befülle sie mit diesen und diesen und diesen Daten. Also ich mappe das in meiner Vorlage innen und wenn der Flow durchläuft, tue ich die Daten verknüpfen, draufschreiben und tue es dann konvertieren am Schluss in ein PDF. Also ich mache als erstes Word und dann ein PDF und kann das dann an einem beliebigen Ort abspeichern. Sehr gut. Ich denke, ich nehme das Stichwort mit und
Allenfalls, wenn Zeit bleibt, würde man dann den Spezialist von der Software One beim vierten Referat noch löchern, was das genau für eine Lizenz braucht. Dann vielleicht noch etwas, wo der Thomas kann beantworten kann, ob du eine Grössenordnung kannst angeben, was der Aufwand jetzt für diesen Prozess war, ohne die detaillierte Aufwand zu nennen, also ohne Infrastruktur, aber mit Analyse. Gerade auf dem falschen Fuß verwünscht. nein, also wie wir vorgegangen sind, der Prozess hat bereits bestanden. Ich habe dort mit dem Prozess-Owner das einmal durchgesprochen. Dann ist der Prozess im Requirements Engineering, im BPMN modelliert worden. Aufwand einen Tag, nochmal durchgesprochen mit dem Process Owner. Der ist nicht gerade sehr affin auf BPMN gewesen, aber BPMN gibt mir einfach die Möglichkeit, das wirklich detailliert mit ihm zu besprechen, bevor ich überhaupt an die Implementierung denke. Ich würde jetzt sagen, dort ist die Vorlaufzeit 3 Arbeitstage gewesen, um das so zu modellieren. Aber natürlich dort auch eben genau so eine Info, also in eine Diskussion hineinzugehen, um zu sagen, ja klar, Stellvertretung wäre gut, habe ich aber zentral nicht, müssten wir pro Workflow, macht eigentlich keinen Sinn, lass uns das am Anfang weglassen. Dann ist die Idee gekommen von dem Super-User, der alles kann übersteuern kann. Und man hat gesagt, ja, das ist gut, und wenn man, sobald man zentral die Stellvertreterregelung auf der Plattform irgendwo zentral hat, ab dann macht es Sinn, das in einer nächsten Version dann umzusetzen. Also meine Vorlaufzeit 3 Arbeitstage, volle.